Mit Sicherheit hast du gehört, dass ab dem 1. Januar 2025 Schritt für Schritt die E-Rechnung in Deutschland eingeführt wird. Falls du das noch gar nicht mitbekommen hast, dann schau dir unbedingt das Video an, was ich hier oben rechts einmal verlinkt habe. Und wenn du es mitbekommen hast, dann wirst du dir mit Sicherheit die Frage stellen, wie stellt man eigentlich eine E-Rechnung? Also wie macht man das so rein praktisch? Und diese Frage möchte ich hier in diesem Video beantworten. Eine E-Rechnung ist eine Rechnung in einem bestimmten Datenformat. Das heißt, die Inhalte einer Rechnung, die verändern sich bis nächstes Jahr nicht. Aber das Datenformat, Ziel ist Automatisierung, also Standardisierung und Automatisierung bei dem ganzen Thema Rechnung. Die beiden bekanntesten und wahrscheinlich in Zukunft auch häufigsten Datenformate für Rechnungen sind einmal die X-Rechnung und einmal die Zugpferdrechnung. Und in diesem Video schauen wir uns einfach mal exemplarisch an, wie man eine solche X-Rechnung erstellen kann. Was in diesem Zusammenhang interessant ist, die E-Rechnung ist nichts Neues. Erstmal haben viele andere Länder schon eine E-Rechnung, aber auch wir in Deutschland haben schon eine E-Rechnung. Wenn du nämlich den Staat als Auftraggeber hast, also wenn du Rechnungen an Behörden schreibst, dann musst du die schon seit 2020 als E-Rechnung ausstellen. Deswegen haben viele Buchhaltungsprogramme schon die Funktionalität. Und genau deswegen können wir uns das heute auch schon anschauen, wie das in Zukunft für alle von uns aussieht. Wichtige Einschränkung auch hier an dieser Stelle: Die E-Rechnung wird eingeführt für Geschäftsbeziehungen zwischen zwei Unternehmen, also sogenannte B2B-Umsätze. Rechnungen an Endkunden sind davon nicht betroffen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht Angst haben, dass jetzt alle 80- und 90-Jährigen und generell alle Rentner sich plötzlich einen Computer kaufen müssen, um irgendwie E-Rechnungen zu empfangen? Nein, solange diese Rentner nicht selbstständig sind und kein Unternehmen führen, können sie auch ganz normal ihre Rechnung weiterhin ja, als Brief im Briefkasten empfangen. Deswegen da absolute Entwarnung. Hier gilt es wirklich um Geschäftsbeziehungen, um Rechnungen zwischen zwei Unternehmen. Und da ist diese Einführung auch durchaus sinnvoll, weil da muss der Rechnungsempfänger das ja irgendwie verbuchen. Und je automatischer man in Zukunft eine Rechnung verbuchen kann, desto besser. Und ich habe euch vor einigen Tagen im Community-Tab von diesem Kanal gefragt, welches Rechnungsprogramm ihr eigentlich nutzt. Also wie schreibt ihr eigentlich faktisch eure Rechnungen? Und 40% von euch haben gesagt, ihr benutzt LexOffice. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal in LexOffice, das ist das Interface, was ihr sowieso kennt, einfach mal die Erstellung einer X-Rechnung. Und dafür nehme ich euch einmal mit auf den Bildschirm. Wir befinden uns hier auf der Startseite von LexOffice. Also wenn ihr euch in LexOffice einloggt, dann sieht das Ganze mehr oder weniger genau so aus. Und Rechnungen können wir schreiben hier oben, wenn wir auf Belege klicken, aber das ist nicht unser erster Schritt, denn wir legen erstmal einen Kontakt an, denn aktuell, zumindest bis heute, muss man für die Unternehmen, für die man eine E-Rechnung ausstellen möchte, noch zusätzliche Informationen erfassen. Das wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr notwendig sein, aber heute, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, muss ich noch zusätzliche Informationen zu meinen Geschäftspartnern eintragen, um denen eine E-Rechnung schreiben zu können. Wir klicken hier oben rechts auf neuen Kontakt anlegen und haben dann die Möglichkeit, Firma oder Person auszuwählen. Und wir sehen hier unten schon, hier gibt es eine Möglichkeit, Einstellungen für X-Rechnung vorzunehmen. Die Einstellung haben wir übrigens nicht, wenn wir unsere Rechnung an Personen stellen wollen. Das ist auch ganz gut so, weil X-Rechnungen muss man ja nur an Geschäftskunden ausstellen. Und zwar füllen wir das Ganze hier einmal aus und meine Firma heißt Steuerfit. Richtig. Ich bin ein Kunde, Kundennummer, und jetzt kann ich hier mit Klick auf X-Rechnung noch zusätzliche Informationen eintragen. Ganz wichtig an dieser Stelle, hier muss ich eine Leitweg-ID eingeben, um diese X-Rechnung zu erstellen. Das wird in Zukunft, also ab dem 1. Januar 2025, nicht notwendig sein, wenn du Rechnungen an andere Unternehmen stellst. Das heißt, diese Leitweg-ID, die brauchst du dann, wenn ja, du als Kunden Behörden hast. Dann brauchst du diese Leitweg-ID. Hier an dieser Stelle werden wir das in Zukunft wahrscheinlich nicht brauchen, aber damit ich heute die Funktionalität zeigen kann, trage ich hier einfach mal eine 1 ein und auch bei der Lieferantennummer und dann klicke ich auf Speichern und habe den Kontakt angelegt. Das heißt, jetzt habe ich in LexOffice Steuerfit als Unternehmen und kann entsprechend Steuerfit auch mal eine X-Rechnung erstellen. Und dafür gehe ich auf Belege und hier unter Belege sehen wir hier auf der linken Seite diesen grünen Button, der heißt Neuer Beleg. Und da klicken wir einmal drauf, weil eine Rechnung ist ein Beleg und wir wollen ja eine Rechnung schreiben und dann klicken wir hier einmal auf Rechnung und dann sehen wir hier das Eingabeinterface, wo ich die ganzen Rechnungsangaben machen kann und hier kann ich den Kunden auswählen, das heißt den Kunden, den ich jetzt gerade angelegt habe, für den ich eine X-Rechnung erstellen möchte. Und zwar klicke ich hier drauf und wähle dann Steuerfit aus. Ich muss jetzt natürlich noch die Adresse eintragen und zwar Musterstraße 11 12345 Berlin. Und dann muss ich noch draufschreiben, wofür ich diese Rechnung eigentlich ausstelle, natürlich. Und zwar Social Media Beratung. Klicke dann hier unten natürlich auch, was ist eigentlich mein Angebot? Das ist Beratung einmal und zwar ein Tag, um genau zu sein, für, ich bin ja teuer, 2.000 Euro.
Und hier schreibe ich meistens rein, in welchem Monat. Mai 2024 habe ich die Beratung ausgeführt und sehe hier Beratung Mai 2024, 2000 Euro plus Umsatzsteuer sind 2380 Euro. Jetzt kann ich hier natürlich noch zusätzliche Angaben machen, zahlbar bis, also Zahlungsfrist und so weiter. Darum soll es alles nicht gehen. Aber eine wichtige Angabe sehe ich hier ganz oben. Und zwar steht hier, für diesen Kunden wird die Rechnung als X-Rechnung erstellt. Das heißt, ich weiß jetzt schon mal, okay, dieser Kunde bekommt jetzt keine normale Rechnung, also keine Papierrechnung oder keine PDF-Rechnung, sondern eine X-Rechnung. Und ich kann jetzt hier einfach zur Vorschau gehen. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, den Entwurf zu speichern, die Rechnung per E-Mail direkt aus LexOffice zu verschicken oder einfach ganz normal abschließen und speichern und herunterzuladen. Und das mache ich einfach mal. Das heißt, ich sehe jetzt hier die Rechnung und ich sehe auch direkt hier, ist es eine X-Rechnung. Und diese X-Rechnung kann ich jetzt hier einfach tatsächlich runterladen, sie abspeichern und ich habe dann eine X-Rechnung erstellt. Das heißt, hier sieht man schon mal, das ist das Format Rechnung RE210325.xml. Und diese XML-Rechnung kann ich ganz normal per E-Mail an meine Kunden schicken und habe damit, ich würde mal sagen, den rechtlichen Anforderungen Genüge getan. Das ist das, wie in Zukunft Rechnungen ausgestellt werden. Und natürlich kann ich sie mir in dem Buchhaltungsprogramm auch ganz normal visuell anzeigen. Das heißt, ich sehe jetzt hier ganz normal meine Rechnung, so wie auch sonst immer jede Rechnung, aber ich verschicke die XML-Datei und die XML-Datei hat den großen Vorteil, dass der Rechnungsempfänger die jetzt bei sich importieren kann und das Ganze jetzt nicht mehr optisch ausgelesen werden muss mit so einer OCR-Erkennung, sondern die Daten direkt aus der XML-Datei quasi bei meinem Kunden in der Buchhaltung direkt importiert werden. Und das Ganze gilt natürlich auch für die andere Seite. Wenn du von Unternehmen für deine Selbstständigkeit ab dem 1. Januar 2025 E-Rechnungen erhältst, dann erhältst du ein XML-File oder ein Zugpferd-File und dann hast du die Möglichkeit, diese Rechnungen, die du bekommen hast, bei dir in dem Buchhaltungsprogramm ganz normal zu importieren. Und natürlich kannst du sie da auch optisch anschauen, aber diese Daten aus der Rechnung, die werden in Zukunft deutlich zuverlässiger erkannt und damit erübrigt sich so ein bisschen die Tätigkeit des Kategorisierens und des Buchens, weil die Informationen aus der Rechnung tatsächlich bei dir schon in der Buchhaltung vorhanden sind. Wie du siehst, ist es nicht wirklich aufwendig, eine X-Rechnung zu erstellen. Es verändert sich eigentlich faktisch gar nichts, wenn du eine Software verwendest, die solche X-Rechnungen oder Zugpferd-Rechnungen erstellen kann. Denn in der Umfrage, die ich durchgeführt habe, haben nicht nur 40% von euch angegeben, dass sie ihre Rechnung mit LexOffice stellen, sondern auch 30%, dass sie Word oder Excel benutzen. Und das wird in Zukunft ein bisschen schwieriger, weil man mit Word oder Excel nicht einfach eine X-Rechnung generieren kann. Ich will nicht ausschließen, dass es bis nächstes Jahr vielleicht irgendeine Anwendung gibt, vielleicht ein Plugin gibt, ein Tool gibt, in dem man auch quasi seine Word-Dokumente dann irgendwie zu einer X-Rechnung umformatieren kann. Insbesondere bei Google Sheets oder bei Google Docs kann ich mir das gut vorstellen, dass sich da irgendjemand ja ein Tool überlegt, wie man daraus tatsächlich auch X-Rechnung bekommt. Aber Stand heute wirst du zumindest in Zukunft, deine Rechnungen nicht mehr mit Word oder Excel schreiben können. Übrigens, der Vollständigkeit halber, 12% von euch, das ist die drittgrößte Gruppe, benutzen Safdesk. Auch bei Safdesk müsst ihr euch keine Gedanken machen. Safdesk ist schon an dem Thema dran. Auch mit Safdesk kann man heute schon eine E-Rechnung ausstellen. Das heißt, auch da verändert sich für euch in eurem Workflow eigentlich gar nichts. Und die übrigen von euch schreiben ihre Rechnung mit Cervant, mit Contest, mit Fastbin, mit Bilby, mit Stripe und so weiter. Da solltet ihr unbedingt einmal bei euren Anbietern nachfragen, ob die das Ganze auf dem Schirm haben. Aber all die Änderungen sind wirklich kein Grund, jetzt vollkommen nervös zu werden, weil ab dem 1. Januar 2025 wird die E-Rechnung Stück für Stück eingeführt. Und rein praktisch ändert sich ab dem 1. Januar 2025 nur ein Punkt, und zwar, dass ihr in der Lage sein müsst, diese E-Rechnung zu empfangen. Und für den Empfang reicht eine E-Mail-Adresse. Das heißt, gesetzlich seid ihr ab dem 1. Januar 2025 dazu verpflichtet, eine E-Mail-Adresse zu haben und sie euren Kunden mitzuteilen, damit eure Kunden euch die E-Rechnung an eure E-Mail-Adresse schicken können. Und dann gibt es eine Übergangszeit von 2, zum Teil 3 Jahre, das ist ein bisschen abhängig von deinem Umsatz. Das heißt, wenn du unter bestimmten Umsatzgrenzen bist, dann hast du noch 3 Jahre Zeit. Und dann wirst du ab dem 1. Januar 2028 tatsächlich auch solche E-Rechnungen ausstellen müssen. Wenn du glühender Verfechter von Excel bist, dann kannst du auch erstmal bei Excel bleiben. Wie gesagt, du hast noch Zeit und dann gibt es vielleicht in 1 Jahr, in 2 Jahren vielleicht eine Lösung, mit der du tatsächlich auch in Excel X-Rechnung oder Zugpferd-Rechnung erstellen kannst. Und wenn nicht, dann wählst du halt einfach zum Beispiel in 2 Jahren oder in 3 Jahren Buchhaltungsprogramm und buchst dieses Buchhaltungsprogramm und erstellst dann damit in Zukunft deine Rechnungen. Eine Sorge, die ich in diesem Zusammenhang ganz häufig von euch gehört habe, ist, oh, die Software, die wird jetzt ja deutlich teurer. Und ganz ehrlich, Stand heute
müsste ich dieser Aussage tatsächlich zustimmen. Ich schaue einfach mal auf das Pricing von LexOffice. Da kostet das günstigste Paket aktuell 6,90 Euro. Aber die X-Rechnung ist erst in dem teuersten Paket enthalten. Das heißt, ich müsste nicht nur 6,90 Euro bezahlen, sondern Stand heute müsste ich das Paket XL buchen und das Paket XL kostet 29,90 Euro. Das heißt, ich müsste signifikant mehr Geld bezahlen für mein Buchhaltungsprogramm. Und da ist LexOffice nur ein Beispiel. Das gilt quasi für alle Buchhaltungsprogramme. Also aktuell ist die Gefahr durchaus da, dass die Kosten für Buchhaltungsprogramme durch diese Einführung der E-Rechnung erheblich steigen. Ich gehe aber ehrlicherweise davon aus, dass da die Preise nochmal sinken werden, weil all diese ganzen Buchhaltungsprogramme stehen ja in Konkurrenz zueinander. Das heißt, dann könnte die X-Rechnung beispielsweise vielleicht schon ab dem M-Paket enthalten sein. Das weiß ich natürlich nicht. Das ist einfach nur meine Einschätzung, dass ich sehr stark davon ausgehe, dass die Kosten schon sinken. Aber es wird trotzdem ziemlich sicher dabei bleiben, dass wir alle so ein kleines bisschen mehr für unsere Buchhaltungssoftware bezahlen werden ab dem Jahr 2025. Ich hoffe, damit habe ich deine dringendsten Fragen zum Thema E-Rechnung erstellen beantwortet. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir super gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir dann gerne im Kommentarbereich weiterzuhelfen. Und wenn du dir jetzt denkst, oh, LexOffice sah aber nett aus, es ist mir aber ein bisschen zu teuer, dann schau dir mal den Link unten in der Videobeschreibung an. Da kannst du dir LexOffice etwas günstiger sichern. Und da findest du auch meine anderen Empfehlungen, zum Beispiel für ein Bankkonto oder einen Steuerberater und so weiter. Ich verlinke dir das Ganze natürlich auch noch gerne einmal hier oder du schaust direkt erstmal weitere Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.